So, Deli. Hey, liebe Locals-Leute, ich muss bald live gehen für die echte Tagesschau. Ich habe ein paar Sachen vorwegnehmen, für Sachen, die für die echte Tagesschau keinen Platz haben, die ich für euch möchte vorenthalten. Also eins vorweg. Ich habe wirklich das Gefühl, es tut sich etwas. Habt ihr auch gemerkt, auf der ganzen Welt dreht sich es langsam. England redet davon, dass im Juni soll die Normalität herrschen soll. Und hat jetzt aber wieder eine Bedingung geknüpft, wo man nicht genau weiss, wer man ist. Und haben wir wirklich so glauben. Die Schweiz selber ist ja so, es kommt massiver Druck auf. Angela Merkel redet sogar jetzt von einem dreistufigen Plan und es tut einem leicht hoffnungsvoll stimmen. Ich selber habe aber nicht die Illusion oder nicht die Hoffnung, dass es in diesem Jahr aufhört. Es wird Lockerungen geben, aber eben sogar unsere SVP, wo eine Art noch Menschen als Partei dasteht, die für Lockerungen steht, ist auch der Blocher und Köppel, das sind alle irgendwie ein riesen Fan von dem Testen, vom Grenzen zumachen. Und der Bloch ist schon ein Fan vom Impfen. Und darum vom Impfen kann man gar nicht reden. Auf der Tag kann ich gar nicht reden. Also nur zum Klarstellen, ich impfe mich natürlich nicht. Wenn es nur irgendwie geht, ich das vermeiden. Außer meine Freiheit ist für ewig eingeschränkt. Ich bin von da kritisiert worden, dass ich gesagt habe, eines Tages werde ich mich auch impfen lassen, wenn es einfach nicht mehr anders geht und ich meine Normalität nicht zurückbekomme ohne Impfen. Ich habe nicht Lust, in 10, 20 Jahren nicht mehr reisen zu gehen. Und von daher kann ich mich kritisieren, also dass ich nicht konsequent bin. Aber es ist natürlich absolut konsequent. Weil ich habe schon immer gesagt, dass die Freiheit für mich das grössere Gut ist als Gesundheit. Das ist eine Einsicht, die ich hatte im Zusammenhang mit dieser angeblichen Pandemie. Und es ist nur konsequent, wenn ich die Freiheit viel höher gewichte als Gesundheit, dass ich mir halt auch eine Impfung reintue, irgendwann, irgendwie, wenn sich das irgendwie anders verhindern lässt. Wobei ich bin eigentlich fast überzeugt, dass die Zwangsimpfung nicht wird kommen, dass zumindest gewisse Länder werden öffnen, ohne dass die Impfung verlangt, weil die Impfung, wir wissen es genau, die wird nichts ein Scheissdreck, der Bakti hat ja schon lange gesagt, es wird gar keine Impfung geben. Und wenn sie wirken sollte, dann wirkt sie für 6 Monate, weil die Grippeviren und auch Coronaviren, die bis jetzt immer als Teil von der Grippewelle gezählt haben, die verändern sich und darum ist das alles absolut wirkungslos. Und ja, darum, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Länder einfach sagen, jetzt muss ich alle Jahr ein, zweimal impfen. Das findet keine Rückhalt in der Bevölkerung, das findet es genau bei dem Gesundheitssystem ja nicht. Viele Pflegende, viele Leute in den Pflegeheimen, all die Leute wollen sich genau nicht impfen und die sind eigentlich an der vordersten Front. Die sehen ja das angebliche Elend, das passiert am allernächsten. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass unsere Pandemie eben keine ist. Wieso schon müssen wir die Leute nicht anfangen, irgendwelche Umfragen manipulieren und sagen, dass die Impfbereitschaft bei 72% liegt, wenn sie annähernd dort liegt. Oder früher ist es Königsdisziplin gewesen, das hat nicht ich gesagt, sondern nicht der Reitschuster, sondern nochmal etwas, es war Königsdisziplin gewesen, dass man die Regierung kritisiert im Journalismus. Das war eine Königsdisziplin von einem Journalist gewesen. Heute ist, wer die Regierung kritisiert, schafft nicht mehr mit einem Mainstream-Medium, das ist vorbei. Es gibt schon so etwas wie Kritik an der Oberfläche, wieso nicht noch härtere Massnahmen, wieso nicht schneller impfen. Aber grundlegend hinterfragen, das hat im Mainstream praktisch niemand mehr. Heute war ein ganz schwarzer Tag für alle, die an der Börse Geld investiert haben. Also schwarzer Tag ist relativ, aber man kann sagen, wir haben hier durchgehend starken Einbruch. Das tut interessanterweise auch Bitcoin treffen, weil ich auf Bitcoin Werbung mache. Ich sage nicht, ihr sollt kaufen, jeder muss selber wissen, was man mit dem Geld macht. Und wer mich als einzige Quelle nimmt, ist genauso schlecht beraten, wie wenn er bei Corona nur eine einzige Quelle zur Verfügung herbeizieht. Aber ich habe doch kurz das will zeigen. Und zwar habe ich hier eine neue Technologie. Ich kann jetzt da das Handy zeigen, wenn ich auf dem Handy habe. Schauen wir das doch gerade mal schon an. Mit der Tesla, der jetzt knapp 5% verloren hat, der Bitcoin hat 7,5% verloren, Ether hat 12% verloren. Der Bitcoin, muss man sagen, das ist an der obersten Stelle da, der ist kurz auf 50.000 unten gewesen. Also nur ganz einen kurzen Moment. Und das ist ein schöner herber Einbruch, glaube ich, auch von etwa 13-14%. Oder? Und man sagt eigentlich, man sieht, ein paar Aktien sind auch im Plus. Zum Beispiel Gold ist leicht im Plus, aber eben nur knapp 2%, Silber 3%, Apple ist im Minus. Und dann nicht so viel, 2%. Oder? Wenn Apple 2% im Minus ist, bei einer Marktkapitalisierung von 2,4 Billionen,
dann sind doch 2% dann immer noch, also von 2400 Millionen sind es immer noch zig Milliarden, Entschuldigung, wo die Aktie im Minus ist. Und bei Bitcoin ist es auch krass. In Bitcoin hat eine Marktkapitalisierung von, jetzt oberst oben, von ungefähr, kann man da schauen, da sieht man da, hat die Marktkapitalisierung, ich muss es auswendig sagen, von einer Billion oder Trillion auf Englisch, 1000 Milliarden, wenn die auf 10% einstürzt, sind im Vergleich auf die anderen 100 Milliarden Gelder weggeflossen aus dem Bitcoin raus. Irre, oder? Irre. 100 Milliarden sind aus dem Bitcoin rausgeflossen. Und an einem nicht routinierten Anleger oder an einem Anleger, wo das Wasser am Hals steht, der kann jetzt nervös werden. Und zum Teil wird das bewusst so gemacht, die sogenannte Wahl, also die, die ganz viele Bitcoins halten, tun sich oft miteinander absprechen und miteinander so einen Crash quasi initiieren. Wie sie wissen, wenn wir es jetzt schaffen, den Kurs um irgendwie 5 oder eben 8% einbrechen zu lassen, dann werden ganz viele kleine Anleger kalte Füße bekommen und auch verkaufen. Und dann sinkt der Preis noch weiter ab. Und die Idee ist natürlich dann auf diese Wahl, dass sie dann quasi die Panik schüren. Und sobald sie merken, dass da so erreicht sein könnte, tun sie ihre Aktien wieder, ihre Bitcoin-Anteil wieder zurückkaufen. Oder? Jetzt ist es aber so, die ganze Börse ist am Crashen. Und also eben nicht nur Bitcoin. Und dann ist es schwieriger zu sagen, ups, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Dann ist es schwieriger zu sagen, was genau jetzt da dahinter steckt. Sicher ist auch, die Werte sind extrem aufgeblasen, oder? Alle Firmen, fast alle Firmen haben extrem Wert zugelegt. Das hat damit zu tun, dass alles mögliche Geld einfach in den hohen Aktienmarkt hineingepumpt wird und Bitcoin zumindest kurzfristig nicht von einer, als Fluchtwährung angeschaut wird von gewissen Leuten. Also es gibt wahrscheinlich jetzt auch viele Leute, die sagen, weißt du was, mein Bitcoin-Kurs hat sich verfünft oder verzehnfacht, jetzt habe ich 10% Verlust, jetzt habe ich alte Füße, jetzt steige ich aus. Auch in der Hoffnung, vielleicht wieder können billiger einsteigen und die Anfänger verlieren dann quasi. Oder haben einfach den weniger Gewinn, als die nach meiner Meinung auf den Schnauf haben, durch so einen Teil so durchzugehen. Es hat aber vielleicht auch Leute, die gut traden. Für mich ist Trade eine Lotterie. Also ich habe nicht herausgefunden, wie man mit Trader Geld verdienen, wenn man nicht Insider-Kenntnis hat. Irgendwelche Tabellen oder vergangene Kurven zu interpretieren und aus dem heraus einen Schluss zu ziehen, auf dem in die Zukunft kommen. Kann sein, dass es möglich ist, mir erschließt sich es wirklich einfach nicht. Und eben die ganzen Werte sind aufgeblasen worden, darum sind die Immobilien immer teurer geworden. Aber jetzt kann natürlich sein, dass wir wie im letzten Frühling wieder einen Crash haben, dass eben die Leute Gewinnmitnahmen machen, dass das unheimlich findet und das einfach zeigt jetzt ziemlich, dass ich meine Aktien gewinne mit und tue jetzt so Cash machen. Aber niemand weiß, was genau hinführt. Sicher ist Nummer eins, die Wirtschaft geht extrem schlecht. Man hört ja, dass die Börse irgendwie, oder wie heisst das, unsere Wirtschaftsleistung irgendwie zwischen 5% und 8% zu eingebrochen sind, je nach Land. Und wenn ihr mich fragt, ich kann nicht für alle reden, ich kann das auch nicht um die erhärten, durch harte Zahlen. Aber habt ihr wirklich das Gefühl, dass der Mist, den wir hier angestellt haben, soll irgendwie 5-8% von der Wirtschaftsleistung gekostet haben, wenn wir sie allerbesten Jahre schaffen, unsere Wirtschaft um 2% steigen zu lassen? Habt ihr wirklich das Gefühl, das hätte es jetzt nur 6% gekostet? Ich kann es jetzt sagen. Ich weiß nicht genau, wie die Zahl eruiert wird. Ich weiß aber, die Inflation wird ja berechnet aufgrund von einem Warenkorb. Oder was kostet Milch? Was kostet, ich weiß nicht genau, was im Korb drin ist, aber in der Schule hat man es so gelernt. Was kostet Milch? Was kostet ein Hamburger? Was kostet ein Herrenanzug? Und so weiter. Und die Konsumgüter sind nicht wahnsinnig viel teurer geworden. Aber die Sachen, die wirklich etwas zählen, eben wie, wo Werte haltend sind, wie zum Beispiel eben Aktien, oder? Wo man Wert kann, die wirklich nachhaltig Wert haben, Aktien, Immobilien, eben auch der Bitcoin, die sind alle aufgegangen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass eine unglaubliche Inflation stattgefunden hat. Und das, weil der Bitcoin ja einen Mechanismus drin hat, der es verunmöglicht, dass das überhaupt kann jemals inflationär werden kann, weil einfach die gesamte Münzzahl auf 21 Millionen beschränkt ist, halte ich jetzt einen Moment von einer Krise, wenn alles einbricht, halte ich Bitcoin für einen sicheren Hafen. Ich halte es für einen sicheren Hafen als Dollar zu heben und auch als sicheren Hafen als Schweizer Franken zu heben. Aber
Eben, wie gesagt, man ist immer im Nachhinein gescheiter. Ich selber, mir ändert sich nichts. Ich habe praktisch mein ganzes liquide Vermögen in Aktien und in Bitcoin. Und das ändert sich auch nicht, wenn der Kurs um 30 oder 40% einbricht. Ich bereue dann ein bisschen, dass ich nicht nachkaufen kann, weil es ist sicher gut, ein bisschen trockenes Pulver auf der Seite zu haben, zumindest im Moment von einem Crash nachzukaufen. Aber ich habe das bei der letzten Corona-Krise hier probiert, im März, April. Und ich habe genau im dümmsten Moment dann angefangen, verkaufen, zurückkaufen und habe nachher am Schluss weniger Aktien gehabt als voran mit dem gleichen Geld. Und hat dann quasi Geld verloren. Und danach nicht mehr. Das braucht Eier, das braucht Mut und Energie, zuzuschauen, wie sich sein eigenes Vermögen irgendwie um ein Drittel oder auch um 50% oder vielleicht um 70% verflüchtigen tut. Aber ich weiß, es kommen wieder andere Zeiten. Und darum ist ein Ratschlag. Aber was ich mache, ist, ich halte daran einfach fest. Ziemlich egal, ja, wirklich ganz egal, was passiert. Natürlich, wenn ich nicht mehr Geld brauche, um einfach Sachen zu zahlen, dann muss ich es rausnehmen, aber dann werde ich säuferli, ganz, ganz wenig rausnehmen. So, und jetzt kann man mich vorbereiten für die echte Tagesschau. Dort wird das Thema haben, Zeitenwende, weil man eben da sieht, dass auf verschiedenen Seiten etwas passiert. Ob es wirklich eine Zeitenwende ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall die Chance, dass zumindest in der Schweiz sich einiges ändert, auch wenn die Welt weiterhin am Wahnsinn verfallen ist, wie in der Schweiz die Aufklärung wächst. Ich zeige noch interessante Zahlen, interessante Umfragen im Spiegel und ein paar andere Sachen. Ja, hebt euch Sorge und danke fürs Zuhören. Und ich habe jetzt ein paar Tage gewartet, nicht mehr publiziert, dass es sich bei Software wieder ändert. Tut mir leid, ich bin wirklich wieder heimgekommen, Demo, viel zu tun. Ich könnte mich nicht ausreden. Ich hätte sicher die Energie gefunden, aber ich habe keinen wirklich guten Stoff gehabt. Und ich gefunden habe, das ist jetzt wirklich für meine Locals People. Aber jetzt würde ich dafür sorgen, dass regelmäßig etwas kommt. Und jetzt mit dem Bitcoin ist es absolut wichtig gewesen, weil ich dafür geworben habe, den zu erwerben. Nur zum Sagen, Bitcoin ist 10% knapp zurückgefallen, aber da ist nur gerade der Verlust für die letzten 5 Tage. Der Gewinn für die letzten 5 Tage, der sich vaporisiert hat. Das heisst, wenn man vor einer Woche Bitcoin gekauft hat, hat man im Moment immer noch einen Gewinn. So ungefähr sieht das aus. So, also ist alles relativ. Auch Tesla hat sich einfach 20-facht, wenn es noch 5% einbricht. Absolut nichts. So, hebt euch Sorge und bis bald. Ciao miteinander.